Also Energieeffizienz meint ja, dass man eine Kilowattstunde nicht verbraucht, wenn sie gar keinen Zweck hat. Weil jede Kilowattstunde, die einen Zweck hat, also sei es das Licht oder sei es das Mobilität oder was, wo wir brauchen, also vorwärts oder eine Maschine, die betrieben wird, währenddem, was sie wirklich auch etwas produziert, das kann man nicht wegsparen. Aber Effizienz meint, dass man nicht Stromverbrauch macht ohne Nutzen. Also man ist nicht vergütet in diesem Sinn. Und jetzt, wenn man das überall macht, dann ist das Potenzial riesig. Das Bundesamt für Energie geht von bis zu 40% aus. Also das ist wahnsinnig viel. Das ist deutlich mehr als unser Atomkraftwerk zum Beispiel in der Schweiz heute zu produzieren, wird vergütet. Also, und wenn wir das als Potenzial würden in Angriff nehmen und wirklich Massnahmen in Kraft setzen oder umsetzen, um das Zeug zu reduzieren, also den Verbrauch ohne Nutzen, dann hätten wir natürlich extrem viel gewonnen, weil jede Kilowattstunde, die man nicht braucht, die muss man nicht produzieren, man muss sie nicht transportieren und man muss auch nicht zwischenspeichern. Die ist einfach extrem wertvoll. Und insbesondere noch im Winter, wo man die Stromlücken im Moment prognostiziert bekommt, hilft es natürlich noch mehr, wenn man effizient unterwegs ist.